Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. So, wir sind jetzt endlich im Innenhof angelangt und jetzt sollen wir uns hier diese Monduhr mal genauer angucken. Und das werden wir jetzt auch einfach mal machen. Wenn ich es euch doch sage, irgendetwas an dieser Monduhr stimmt nicht. Was ist mit dem Innenhof der Burg geschehen? Müsste ich raten, würde ich sagen, dass Vater durchgedreht ist, als Mutter die Burg verließ. Wie ich ihn kenne, wurde alles, was ihn an sie erinnert, einfach zerstört. Dann hat er es mit Was? Dann hat er es mit einer Wand abgetrennt? So scheint es. Vermutlich wollte er die Vergangenheit hinter sich lassen. Hätte er mehr Zeit mit uns verbracht, hätte er die Schönheit vielleicht selbst erkannt. Was ist an der Monduhr so besonders? Nun, soweit ich weiß, ist sie die einzige ihrer Art. Die früheren Besitzer der Burg hatten im Innenhof eine Sonnenuhr, die meiner Mutter ganz offensichtlich nicht gefallen hat. Sie hat einen Elfenkunsthandwerker dazu überredet, einige Verbesserungen vorzunehmen. Ihr könnt die Platten sehen, die die Phasen der Monde, Masse und Sekunde zeigen. Funktioniert sie? Das ist es ja. Was ist denn bitte der Sinn einer Monduhr? Ich habe mich immer gefragt, warum sie nicht einfach das ganze Ding entfernen ließ. Aber sie hat sie geliebt. Vielleicht war die Uhr für sie ja wie eine Art Kunstwerk, von dem sie sich nicht trennen wollte. Was soll ich genau machen? Schwer zu sagen. Wenn wir die fehlenden Teile finden würden, könnten wir es vielleicht herausfinden. Die fehlenden Teile, okay. Seht euch nach den fehlenden Teilen um. Selbst in diesem Chaos sollten sie einem auffallen. Jawohl. So Leute, das ist eigentlich im Prinzip ganz einfach. Also ihr seht ja hier diese leeren Stellen. Und wir brauchen davon die Platten, aber ich glaube, eine Platte ist auf jeden Fall so oder so so aussehend, weil ja auch es einmal hier, ne, wenn ihr versteht, ne, gibt. Ihr wisst ja, was ich meine. Hier geht's zum Nordturm. Wie war das? Ach ja, genau. Hier hatten wir eine. Die müssen wir jetzt gleich anbringen. So, was ist denn das für ein Teil jetzt? Ach du Scheiße, ey. Das gefällt mir gar nicht. Also wenn wir hier raus sind, würde ich auf jeden Fall nochmal auf Screen nach Weißlauf gehen. Ach, das war die Mondsichel. Okay. Hier kann es schon mal nicht sein. Hier kann es auch... Obwohl, warte mal. Hier kann es auch nicht sein. Also hier. Nee. Hier muss es sein. Ja. Gut. Perfekt. So, dann haben wir das auch schon mal. So, eine Platte ist auf jeden Fall hier. Halbmond. So, die Halbmondplatte, die muss... Wenn wir diese Teile hätten, hier sein. Die muss hier sein. Hier. Die muss hier sein. Keiner hat was gesehen. So, da kamen wir her aus der Krypta. So, und das letzte Teil war, glaube ich, hier versteckt irgendwo. Ja, genau da. Und der Vollmond. Wo könnte der wohl nur hinkommen? Sehr klug, Mutter. Wirklich sehr klug. Ich bin zum ersten Mal in diesen Tunneln, aber ich würde wetten, dass sie direkt unter dem Innenhof verlaufen und bis zu den Turmruinen führen. Nun, wenigstens kommen wir unserem Ziel näher. Los geht's. Okay, Leute, wir gehen weiter. Auf zu den Voika-Ruinen. Oh je. Oh, wir haben es bald schon. Bald kommt die Stelle, wo ich gemeint habe. Ich glaube, das habe ich irgendwann mal in der ersten Staffel sogar schon erwähnt. So, jetzt wird's eigentlich erst richtig ernst. Ich habe diesen Teil der Burg noch nie zuvor gesehen. Seid vorsichtig. Ich weiß nicht, worauf wir hier stoßen könnten.
Ja, aber ich weiß es. Ich bin ein Magier. So, ach, hier kann man kochen. Das ist bestimmt schon alles geschimmelt, aber wir kochen gern da drin. Das schmeckt ganz lecker. Wir sind fast. So, ein bisschen was zum Heilen. Dabei fällt mir ein, wir haben wirklich kaum was zum Heilen dabei. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Oh, wir sind noch längst nicht am Ziel, meine gute Dame. So, aber ich werde jetzt nicht mehr schleichen. Ach, das war das. Der Bogen. Alter, was war das denn? Habt ihr das gesehen, wie der weggeflogen ist und der Bogen einfach noch so in der Luft geschwebt ist? So, was haben wir hier? Skelett. Knochenmehl nehmen wir mit. Leere Weinflasche nehmen wir auch mit, ist ja klar. Ich meine, wer nimmt denn keine leere Weinflasche mit? Die sind so nützlich in diesem Spiel, da wird man steinreich, wenn man die verkauft. So. Scheiße labern kann jeder. Und schlecht lesen kann nur ich. So, was. Ich hatte doch jetzt irgendwas aufgehoben, was ich nicht wollte. Die leere Weinflasche, genau, und tschüss. Polterabend, Polterabend. So sieht es wenigstens hier aus, als hätten wir hier einen Polterabend gehabt. So, Pfeile nehme ich auch mit. Oh ja, hier kommen Gargoyles. Leute, hier kommen die Gargoyles. Was? Ich habe mich infiziert mit Felsenhaxe? Ernsthaft? Weil ich dagegen gekommen bin? Lava. Okay, also bloß nicht dagegen kommen. Ganz, 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 ganz böse. Ja, 64, das will ich auch hoffen. Deine Seele gehört mir. Oh, eben jetzt. Cool. So, mit was habe ich mich dieses Mal infiziert? Mit nichts. Sehr schön. Aber ich hätte es wissen müssen, dass der Gargoyle. Also ich wusste es, dass hier einer ist. Das ist leider Gottes jetzt nicht immer anders da. Das ist vom Spiel so gewollt, dass da ein Gargoyle ist. Aber gut, ich mag eigentlich Gargoyles. Wobei ich von denen auch Respekt habe. Die Viecher sollte man nicht unterschätzen, vor allem wenn es mehrere sind. Und das war oft ein Fehler. Sag mal, du machst ja alles für mich. Ich brauche ja nichts mehr machen. Ich brauche echt nichts mehr machen. Du machst ja schon alles. Was soll das? So, da wir wahrscheinlich niemals mehr wieder hierher kommen werden, nehme ich alles mit, was wir finden können. Oh je. So, ich will das Gold haben, deswegen habe ich jetzt gerade einfach mal hier den Teller aufgehoben. Wir sind fast am Ziel.
Alter, was geht hier ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht hier ab, Leute? Habe ich was verpasst? Felsenhack, ich glaub's nicht. Sie deswegen immer schön Heiltränke der Krankheitsheilung dabei haben. Ernsthaft jetzt? Du hast den wiederbelebt. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ach, von da oben wird auf uns geschossen. Na, wir kommen wieder hoch. Lol. Ach, hier hoch. Ach so. Serana, sag mal, ist jetzt gut, ne? Du musst hier nicht durchsprinten. Nur weil da Gegner sind. So, jetzt erstmal in aller Ruhe. Schöner Gnadenstoß. So gefällt mir das. Schmidt. Ah, hier ist jetzt nicht so viel. So, hoch da jetzt auf. Och ne, da kommt schon wieder Mr. Gargoy. Und ihr könnt euch auch vorstellen, wann der kommt. Hebel. Was? Habt ihr es gehört? Ach, da oben hat er gestanden. Okay. Serana. Serana. Du bist im Weg. Die sehen so cool aus. Ich liebe es. Ich liebe es einfach. So, den geschmeidigten alten Nordbogen nehmen wir natürlich mit. Tja, das ist jetzt scheiße, was? Boah, Alter, Leute, zieht euch das mal rein, ne? Wer ist da? Und sehe ich doch, dass ich etwas gehört habe. Natürlich musst du uns natürlich spaßlos übertreiben. Oh, ein Gargoyle-Wächter. Und eine Expertentür, als hätte ich jetzt nichts Besseres zu tun, als die scheiß Expertentür aufzumachen. Huch, was ist denn hier los? Müssen wir hier entlang? Ich trage so viel, ich kann nicht lau rennen. Du kannst mich mal kreuzweise hinten rumheben. Das ist das, was ich gemeint habe. Das reicht zum Glück. Hä, wie kommen wir jetzt hier durch?
Gar nicht, oder was? Okay, ich hab's schon verstanden. Wir müssen anscheinend doch die andere Seite nehmen. Sagt mal, ihr macht mir kaum Schaden mit Eiszaubern. Wie oft soll ich es euch denn noch erklären? Ihr braucht Feuer, damit macht ihr mir Aua, Aua, Buhu, Au. Och, das ist doch nicht wahr, oder? Nein, sowas lege ich nicht ab. Sowas lege ich nicht ab. Boah, wenn wir hier fertig sind, dann bin ich stinkreich. Boah, wir machen so dick Plus gerade einfach nur. So, Leute, gleich ist der Part auch vorüber. Alter, wo geht's hier hin? Wartet mal, ich bin noch nicht fertig. Lass mich da mal durch, Serena, da haben wir noch eine Tour. Am Ziel, da bin ich mir sicher. Du sagst es schon die ganze Zeit, dass wir schon fast am Ziel sind und dann. Arschlecken rasieren, kannst du dir noch. Wie schön warst du vor Jahren noch. Das ist eine Lüge. Eine Lüge ist das. So, ich verstehe den Sinn nicht von dieser Tür. Sag mal, ey. Ey, meine Güte. Mir fällt schon gar nichts mehr anderes ein, als ey zu sagen die ganze Zeit. Weil ich einfach mal merke jetzt, warum ich dir einen Begleiter mitnehme. Erstens, weil du Schleichen vergessen kannst. Weil die dann immer direkt angreifen müssen. So, ja, ich spreche dir jetzt los, Alter. Ich mach dir das richtig fertig. Oh, da mach ich eine Quicke hin. Das wird böse werden. Ich warte mal auch gerade, bis sie da ist. Serena? Ich bin hier hinten, falls du mich irgendwie suchst. Also, ich gehe jetzt da rein. Und wenn ich jetzt wegen dir sterbe. Ja, Gage hat sie jedenfalls widerstanden, weil du ihn wieder erweckt hast. Ich hab's schon verstanden. Ich glaube nicht, dass wir schon ganz oben angekommen sind. Bestimmt gibt es hier noch eine Art Geheimgang. Oh ja, die königliche Wamm. Was zum Teufel macht denn ein Silberschwert hier bitte? Ah, ich krieg die Kratze! Ich krieg die Kratze! So, dann eben den Bogen. Wir sind fast am Ziel. Da bin ich mir sicher. Ja, das sind wir. Hier. Das muss man meiner Mutter lassen. Ich bin schlauer, als ich dachte. Ja, ja. Alles gut, Serena. Ich weiß das schon alles. Ich komme aus der Zukunft. So, Leute. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich da. Und jetzt kommt auch...
Ja, jetzt wird's, jetzt ist eigentlich, jetzt kann man sagen, jetzt wird Skyrim eigentlich richtig ernst. So, Leute. Das hier wird jetzt ein bisschen kniffliger. Hier können wir auch übrigens wieder raus. Und dann kann ich auch wieder zur... Seht euch doch nur diesen Ort an. Das muss es sein. Ich wusste, dass sie sich intensiv mit der Totenbeschwörung befasste. Schließlich hat sie mir alles beigebracht, was ich weiß. Von einer Einrichtung wie dieser hatte ich aber keine Ahnung. Seht euch das alles doch nur an. Sie muss Jahre gebraucht haben, um all diese Zutaten zu sammeln. Und was ist das hier? Ich bin mir bei diesem Kreis nicht ganz sicher, aber er muss eine Funktion haben. Dann wollen wir uns einmal umsehen. Irgendetwas hier muss uns verraten, wohin sie gegangen ist. Wonach suchen wir genau? Meine Mutter war in ihrer Forschung sehr akribisch. Wenn wir ihre Notizen finden, erhalten wir sicher einige Hinweise. Hat eure Mutter hier Gargoyles gehalten? Nicht, dass ich es gesehen hätte. Meine Mutter war in magische Konstrukte ganz vernarrt. Nein, nicht, was ihr wieder denkt. Sie fand sie schlicht und einfach faszinierend. Eure Mutter hatte ein ziemlich großes Labor. Ich wusste ja nicht einmal, dass ihr Labor überhaupt existiert. Sie hatte ein Alchemielabor in ihrem Gesellschaftszimmer, aber nichts, was an das hier auch nur im geringsten herankommt. Was hat sie erforscht? Wenn ich mir die Gerätschaften und Zutaten so ansehe, sieht das aus, als hätte sie an ihren Totenbeschwörungsfähigkeiten gearbeitet. Wozu? Ich weiß es nicht. Sicher nicht Langlebigkeit. Das wäre Zeitverschwendung für einen Vampir. Da hast du vielleicht recht. Gut. Ich erinnere mich daran, dass sie ein kleines Tagebuch besessen hatte. Vielleicht könnt ihr es finden. Ein kleines Tagebuch? Ja, das werden wir suchen, aber das ist erst im nächsten Part. Und was es sich... Oder was das hier für ein Kreis ist, meine lieben Freunde. Das werden wir erst im nächsten Part von Skyrim erfahren.